Servus Leute, der Arena-Wipe wurde angekündigt und alles, was wir darüber wissen, in diesem Video. Viel Spaß! Auf den Social-Media-Kanälen von BSG und EFT Arena wurde bekannt gegeben, dass am 28. Februar am Mittwoch der Patch 0.1.5 für Arena aufgespielt wird und damit einhergeht ein Wipe für Arena, ein Reset. Darüber wurde ja schon spekuliert wegen den Events, aber jetzt ist es klar, Arena wird geresettet und gewiped. Und es geht alles von null los. Patch Notes haben wir leider noch nicht, aber damit kam ein Bild, was uns so erwarten kann. Und das schauen wir uns mal kurz an. Das Preset-Tier-System soll kommen. Jedes Preset wird wohl ein Tier sein und das wird wohl mit ins Matching einfließen, dass die Matches ein bisschen mehr gebalanced werden. So deute ich das. Dann die Custom-Games werden überarbeitet, kriegen ein paar mehr Feature. Gute Sache. Dann, das hier ist interessant, Flexible Preset Unlock. Ich gehe davon aus, dass man auswählen kann, für welches Preset man XP farmen will. Das heißt, man muss nicht einfach nur durch den Tree und immer das vorherige Preset spielen, sondern man kann auswählen, für welches Preset man XP sammeln will. Und das vereinfacht die Progression und man muss nicht die ganze Zeit irgendwelche Presets spielen, die man vielleicht gar nicht spielen will, sondern kann es dann mit dem bevorzugten Preset machen, was eine gute Sache ist. Dann Preset-System Redesign. Es wird neue Presets geben, die werden gebalanced und wie das dann genau aussieht, das Redesign, ob man da selber ein bisschen was ändern kann oder ob die wieder komplett vorgegeben sind, bleibt abzuwarten, wissen wir dann vielleicht, wenn die Patchnotes raus sind oder wenn wir dann selber spielen können. Und dann für Teamfight wird es noch eine neue Map geben, den Chop-Shop Teamfight Mode. Ich bin mir nicht sicher, ob es Chop-Shop schon gibt, ich glaube nicht. Auf jeden Fall Chop-Shop für Teamfight, eine neue Map. Und ansonsten gab es noch einen Trailer, den schauen wir uns auch nochmal kurz an. Mal sehen, machen wir hier mal ein bisschen leise, das ist ein bisschen laut, so. Das Geschrei von der Arena ist da auch mit drin. Und da gibt es ein paar Sachen zu sehen, ich lasse ihn mal kurz laufen. So. Letzten Endes, ja, Trailer, eher ein Teaser, ein kleiner mit, ja, ein paar neuen Loadouts, wie man sie sieht. Aber was hier interessant ist, man sieht hier eine Art Skin. Ich glaube, das ist der Fastimity und das sind die Mandimble. Wird es einen Skin für die Mandimble geben? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall habe ich das im Game noch nicht gesehen. Genauso wie diese Maske, die ist auch auf jeden Fall neu. Sieht cool aus. Mal sehen, was das zu bedeuten hat. Bei den anderen, da sehe ich nichts Neues. Das ist die neue Maske, die Level 4er. Und ja, das ist alles, was wir bekommen haben für Arena, für den Patch 0.1.5. Ich werde natürlich nochmal ein ausführliches Video drüber machen, wenn die Patchnotes da sind und natürlich einiges an Content dazu. Ich hoffe, dass es wieder ein bisschen Hype für Arena gibt. Im Moment ist es ja ein bisschen down und ich denke mal, dieser Patch wird es auch wieder beleben, insbesondere dadurch, dass alles resettet wird. Und so viel dazu. Ich bin übrigens nahezu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Link unten in der Description. Schaut mal vorbei, lasst ein Follow da und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Ihr könnt mir ja mal reinschreiben, auf was ihr euch freut. Und ansonsten sehen wir uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch. In dem Sinne, macht's gut und bis denn. And I've been counting-